So, da sind wir auch wieder mit Tales of Cilia. Mein Gott, was beschweren sich meine Helden? Die beschweren sich so viel, das glaubt man gar nicht. Das sind richtige Waschlapphelden. So, jetzt können wir aber mal die mystische Art ausprobieren. Wenn mich nicht jeder hier umbringen will. Okay, hat es jetzt nicht so getan. Eigentlich ist das ja eine Arkanarte. Der Feind wurde davon getroffen, aber... Also vielleicht bin ich ein bisschen zu früh mit dem Klicken. Ich mach den erstmal kaputt. So. Nö. Funktionieren tut's irgendwie nicht. Warum tut's das nicht? Warum? Achso, und jetzt habe ich auch keine TP mehr. Jetzt habe ich auch keine TP mehr. Na toll. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Denk nach. Bin ich komisch. Wir haben doch eine Bibliothek hier. Titel, nein, Kampfbuch. Da haben wir es doch. Boah. Verwendung, Objekte, Schein. Mystische Art bei Gegnern. Na, was ist mit meiner? Grenzüberschreitung. Ja, das ist auf jeden Fall das fünfte und letzte Segment. Dann ist das schon mal geklärt. Das habe ich ja. Wo haben wir den Kack? Da sind mir ja viel zu viele Sachen. Okay. Das hat's mir jetzt aber irgendwie nicht gebracht. Wo ist er? Wo ist der Quatsch? Das kann doch irgendwie nicht sein. Ich meine doch nur. Ich will doch auch wieder wissen, wie man hier mystische Arte einsetzt. Nachdem ich Arkan verbunden bin. Ja, Glückwunsch. Achso, da haben wir es doch. Solange du dich im Zustand der Grenzüberschreitung befindest, kannst du ein mächtiges, mystisches Arte wirken. Halte hierzu X gedrückt, nachdem du einen Gegner mit einem Arkanarte getroffen hast. Ja, hab ich doch gemacht. Hab ich doch gemacht, bitteschön. Das hab ich doch gemacht hier, aber, Wildes Gebrüll ist eine Arkanarte. Und ich halte X gedrückt danach. Also, es funktioniert nicht. Warum nicht? Bin ich kacke. Hier, ich setze es nochmal ein. Okay, jetzt wurde ich aufgehalten. Das kann ich ja. Nee. Das funktioniert gar nicht. Warum funktioniert dieser Quatsch eigentlich nicht? Außerdem habe ich keine TP mehr. Gut, dann fülle ich erstmal meine TP auf, während ich mir ein bisschen rumphilosophiere. Warum dieser Quatsch nicht funktioniert? Ich will es doch nur ausprobieren. Der Feind wurde getroffen, ich halte X gedrückt. Von daher, warum tut's das nicht? Nee. Das funktioniert nicht. Irgendwie. Ich weiß auch nicht so ganz warum. Mache ich, drücke ich immer zu früh oder zu spät oder sonst irgendwas? Ich nicht ganz genau wissen. Manno! Warum muss es denn auch dann so doof sein? Ich will doch nur mystische Arte ausprobieren. Das sieht nämlich cool aus. Was ist das hier überhaupt? In der Grenzüberschreitung werden keine TP verbraucht. Hm. Schick. Aufsteigender Schlag. Geschwindigkeit. Gehen wir erstmal hier. Ich wollte eh erstmal nur die Fertigkeitspunkte hier einsammeln. Die es dann auch hier gibt. So, nachdem der Gegner getroffen wurde, X gedrückt halten. Das tue ich, aber es funktioniert nicht. Und das ist etwas, was mich stört. So, das hat nicht getan. Warum nicht? Warum funktioniert das nicht? Manno! So.
Nee. Also ich... Das wird mir aber auch langsam irgendwann zu doof. Weil ich halte definitiv gedrückt. Ich weiß gar nicht so recht, was das Problem ist. Ob das... Nee, das kann ja nicht nur bei besonderen Gegnern funktionieren. Das muss an sich bei jedem funktionieren. Aber egal, was ich mache, es aktiviert sich einfach nicht. Och, da haben wir Harmonikagras. Welche Überraschung. Ja, don't get killed. So, ich stehe da nämlich wie blöd rum. Und es funktioniert einfach nicht. Ja, ich treffe den Gegner. Halte gedrückt. Aber es aktiviert sich einfach nicht. Es aktiviert sich einfach nicht. Der Gegner wurde doch getroffen von dem Zeug. Und es ist eine Arkanarte. Es steht im Text drin, eine Arkanarte. Deswegen, ich frage mich echt, was hier los ist. Na gut, dann werde ich diese mystische Art halt so lange ignorieren, bis jemand mich aufgeklärt hat. Weil das kann es doch echt nicht sein, warum das Zeug einfach nicht funktioniert. Ladungsbrecher. Triffst du aufgeladenen Feind mit deiner Arte, wird die Abwehr des Gegners erschlagen. Hört sich toll an. Mir gefällt es auf jeden Fall. So. Die Lidiumkugel hat sich ausgeweitet. Und ich sehe noch hier eine Chance, Fertigkeitspunkte zu kassieren. So. Dann aktivieren wir seine Fähigkeit noch hier. Alles klar. Weiter geht's. Eine Höhle. Zurück zu Prin. With this harmonica grass, Prin can heal the Sylph-Jay. Yeah, let's hurry back to Fenmont. Ja. Nicht so voreilig. Erstmal wollen wir hier noch ein bisschen weitermachen. Mysteriöse Perle. Warum funktioniert das mit der mystischen Arte nicht? Hui, ein Geschenk. Mysteriöses Juwel. Okay, kann ich akzeptieren. Die Kiste nicht vergessen. Und wir haben nicht genug Platz für Mischgummi. Na, soll mir egal sein. Also ich kann jetzt ewig rumprobieren, bis es irgendwann vielleicht funktioniert. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, das auszuprobieren. Ich sammle jetzt wieder meine TP ein, die ich durch all die Versuche hier verschwendet habe. Wow, Vorsicht, Vorsicht. Ich werde umzingelt. So, also, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Problem des Spiels ist. Ich will mich ja anscheinend nicht das machen lassen. So, ich habe jetzt einfach alles vernichtet. Alles vernichtet. So. Vielleicht kann mich ja jemand in den Kommentaren aufklären, was es damit auf sich hat, warum es nicht funktioniert. Jude der Söldner. Fighting's almost second nature at this point. You really do have a knack for combat. Maybe you should look into a career as a mercenary. I'd teach you everything you need to know. Me? A mercenary? No way! I couldn't bear to see Jude turn out like Alvin! Tebow's right! Yeah, that wouldn't suit Jude at all. Nor would I trust Alvin's guidance on the matter. It's unanimous, then. Motion denied. Ouch, that's harsh. When did I become the least influential member of the party? Don't worry, Alvin. The least influential member isn't you. That would be the guy whose opinion is completely ignored, even when the topic is focused around him. Don't let it get you down, kid. Ouch! Sachen gibt's. Immer grün. Und ich glaube, ich laufe einfach weiter. Ich laufe weiter. Wir müssen ja nicht unendlich viel Zeit hier verschwenden. So, als kleine Entschuldigung dafür, dass meine Zeit hier verschwendet wurde, dadurch, dass ich versucht habe, mystische Arte zu aktivieren. Deswegen ist auch immer noch nicht klappt. So, und das Topic lasse ich jetzt auch fallen, weil ganz herzlich drüber aufzuregen, das ist natürlich auch nicht gesund. Es wird schon irgendwann funktionieren. Vielleicht wird mich jemand aufklären. Vielleicht werde ich es auch niemals einsetzen. Wer weiß. Ich kam bisher ganz gut zurecht mit dem Spiel. Von daher, das wird schon. So, und jetzt verschwinde endlich. Boah, wir haben schon wieder Serienchance. So. Und weg.
So, laufen wir mal weiter. Nordwestlicher Bereich. Und dann kommen wir auch zum Moor. Das ist gut, das ist gut. Dann können wir nach Fenmont zurück teleportieren und dieses Harmonika-Gras, das ja angeblich so schwer zu finden ist. Und just like that, we're at war? Yes. And with tens of thousands of soldiers on either side, it looks to be a massive one. Ja, das wird ein gigantisches Battle, Leute. So viele Monster, eieiei. Ich weiß, dass ich auch ab und zu trainieren muss, aber momentan kommen wir an sich ziemlich gut mit dem Spiel zurecht, von der Schwierigkeit. So, jetzt. Lass das mal. Au. Autsch, ich habe mir schon wieder wehgetan. So, jetzt lass mich aber in Ruhe. So, Endsturm. Aua. So, weg, weg mit dir. Weg mit euch, weg mit euch. So. Komm schon. Weg. Weg mit dir, habe ich gesagt. Manu. So, Elise zaubert etwas, aber nichts, um uns zu helfen. So. No need to be modest. So, da haben wir eine Truhe, die öffne ich mal. Wir haben genug Sirup. Dann haben wir hier ein Säckchen mit rahmschwarzen Federn. Die größte Gefahr oder Angst, die man immer bei solchen Rollenspielen hat, ist, dass man einfach nicht genug levelt. Dass dann irgendwann der Punkt kommt von wegen Kacke. Jetzt bin ich zu schwach. Aber dann kann man ja immer noch trainieren. Also hier die Monster, die kann ich ja noch handeln. Von daher. Solchen Problem haben wir jetzt nicht. Mein Gott, hier sind aber viele Viecher. So. Dann möchte ich hier speichern und dann teleportieren wir erst zurück zu Fenmont. Dann teleportiere ich wieder zurück. Und dann kümmern wir uns um den großen Krieg. Und ich frage mich, ob das dann das Ende der Story sein wird. Ich glaube eher nicht. Ich hoffe es, weil irgendwann muss ja eine Geschichte halt zu Ende gehen. Wenn die sich zu lange irgendwo hinzieht, dann ist das doof. Aber ich habe einfach das Gefühl, die werden noch was draufhauen. Obwohl ich nicht wüsste, was. Ich meine, die Lanze von Krasnik ist das ultimative Ziel. Wenn das Ding kaputt ist, dann gibt es keinen Grund mehr für uns weiterzumachen. Von daher. So. Hier hast du dein Kackzeug. What? Our mission is finally over and there still isn't anything you can do. Please calm down, Lady Nadia. My friends will be back with harmonica grass for him soon. Blah blah, friends this grass that. Don't you get it? We need to get out of here. We got the harmonica grass. The hell? Agria, what are you doing here? These your so-called friends? Yes. This is classic. How do you know Prin? Because she's the liaison for us Azul spies. Lady Nadia? Ah, who cares? These chumps don't have the balls to rat you out. Prin's job is to pass all the juicy information I collect back to Azul. Is that true? It is. And this Sylph-Jay was your means of communication? No way. How does that feel, Pimple? How does it feel to know you tried your very best to help an enemy spy? Pew! Not only do you stink of hypocrisy, you reek of stupidity, too! What? Leia! I'd stay back if I were you. Wouldn't want to get my stench of stupidity on you. Come on. Excuse me.
I just wanted to thank you for all your help. If you hadn't brought the harmonica grass, Bobo would have died. Now he's going to be fine. Tell me, do you have some connection to Agri... rather, Nadia's family in House Travis? I do. My mother was her nanny. I've known her since she was a baby. So Agria really is nobility. Sadly, Miss Nadia's mother was a commoner, and she was subjected to much abuse because of it. The Travis family has always been focused on privilege, even by the standards of the six ruling houses. Eventually, Nadia's mother, the only support Nadia had, became estranged from the Travis family leaders. She died shortly after, and Nadia was convinced they had conspired to kill her. Is that why she became a spy for Azul? It's no excuse for selling out her country, but... Who could blame her at that point? I suppose what Rashagal was doing would be unacceptable in any country. Prin, is Bobo the name of that Sylph-Jay? Yes, Miss Nadia named him herself. She's been taking care of him since he was an egg. She's always loved him. I see. Thank goodness he's okay, even if Agria did laugh at me. I'm glad that Bobo's all right. Yeah, we all are. You really are exactly how Dr. Ju described you, Leia. Indeed. She inspires smiles wherever she goes. Gut, dann haben wir das geklärt. Psychoring. Oh, ich glaube, das könnte Elise gefallen. Das Problem ist nur, sie müsste dann den Umhang ablegen. Aber es verstärkt so schön. Ja, dann kriegst du halt einen Psychoring. So, dann wollen wir teleportieren. Ja, ich glaube nur, das Problem ist, so wie ich das gerade sehe, ich kann nicht direkt zurück. Oh, ich kann nicht mal direkt zum einen Punkt zurückzureisen, wo wir gespeichert haben. Gut, dann laufe ich da jetzt einfach mal schnell durch. Ihr seid mir doch hier alle kackegal. Weg. 2200 Gold. Hey, das hat sich gelohnt, hier wiederzukommen. Cool. 1100 Gold. Ich werde ja mit Reichtum überschüttet hier gerade. Wiesenkristall. So, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich muss aufs Klo. Jude rennt durch das Moor, um aufs Klo gehen zu müssen. Das wäre eine epische Reise. 1650 Geld. Wie viel Geld stecken die eigentlich hier rein? Wer lässt so viel Geld liegen eigentlich? Zugvogelfeder. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. So. Noch ein paar Federn. Da klebt irgendwas. Großes Horn. Dann kommen wir einmal noch hier durch. Bam, bam. So. Und dann haben wir noch eine Feder. Super. So, jetzt nicht angreifen lassen. Uiuiui, die hüpfen aber. Monsterflüssigkeit. Lass mich durch. Ups. So. Noch ein Speicherpunkt. Und dann sind wir auch schon wieder da. Noch diesen Säckchen hier öffnen. Ein paar Wiesenkristalle. So, geschafft. Finde ich gut. Dann speichern wir hier. Bam, bam, bam. Und im nächsten Tag machen wir dann einen Schritt rüber zum Moor. Bis dann.